Herzlich willkommen zu Chor. Ich bin die Ellen und in dieser Filmreihe geht es um meine 10-Euro-Challenge. Ich darf in egal welchem Shop, egal ob 1-Euro-Shop, so wie dieses Mal, oder einem hochwertigen Art-Supply-Shop, so wie Gerstegger, Bösner und so weiter, darf ich nur 10 Euro ausgeben für ein Kunstwerk. Dieses Mal habe ich im Woolworth eingekauft für 10 Euro. Was habe ich ergattert? Na, den schwarzen Keilrahmen hier. Der hat mich 3 Euro gekostet. Dann habe ich Pinsel gekauft für 2,50 Euro. Zweimal 75 ml Acrylfarbe für jeweils 1 Euro. Und einmal 75 ml Tempera Metallic Rot gekauft. Das heißt, mein Bild ist nur aus 3 Farben entstanden, was eigentlich auch schon eine Challenge ist. Und dann habe ich noch für 1,50 Euro 3 Rollen gekauft. Das ist alles. Die Materialien, die wirklich verbraucht sind, sind nur dieser Keilrahmen. Und so gut wie alles von diesem Weiß, das Blau und das Metallic Rot ist noch fast voll. Das Bild hat also insgesamt vielleicht 4,50 Euro, 5 Euro gekostet. Das Metallic Tempera hat richtig gut funktioniert. Egal wie dick ich das aufgetragen habe, es ist immer ganz glatt aufgetrocknet. Und dieser Effekt der Wellen im Hintergrund sieht man durch das Gesicht durchscheinen. Das hat Spaß gemacht, Leute. Und ich habe auch richtig Lust, jetzt mehr damit zu machen. Ich wusste gar nicht, wie gut man mit den Tempera-Farben auf den Acrylfarben arbeiten kann. Wie ich das Bild gemalt habe, das zeige ich euch jetzt im Anschluss. Noch eine kleine Entschuldigung. Ihr seht, ich habe am rechten Arm und sogar am linken Arm eine Schiene. Wieso? Ich habe leider eine Sehnenscheidenentzündung, besonders im rechten Arm, weil ich dann nur den linken Arm benutzt habe, dann auch im linken Arm entwickelt. Wieso? Weil ich einfach sehr, sehr, sehr viel mehr Videos editiert habe vor einem Monat. Die letzten 3 Wochen habe ich mich deshalb etwas ausgeruht und werde jetzt in den nächsten Wochen weniger Videos rausbringen, bei denen ich viel editieren muss. Es tut mir leid, das heißt, das Fuchsvideo muss immer noch warten. Deshalb heute dieses Video. Keine Angst, bei dem Video habe ich mich nicht überfordert. So, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video, wie ich das fabriziert habe und hoffe, ihr nehmt ordentlich was mit. Bis gleich. Die Pinsel sind okay, da wackelt nichts. Haare scheinen nicht auszufallen. Die sind jetzt wahrscheinlich nicht. Die werden wahrscheinlich jetzt keine lebenslange Begleiter, aber ganz okay. Der Keilrahmen ist natürlich recht locker aufgespannt. Schauen wir mal, was wir mit dem machen können. Ist natürlich sehr, sehr billig, das Ganze. Acrylfarben werden wir gleich mal sehen. Höchstwahrscheinlich sind die sehr flüssig. Dann habe ich hier ja noch für 1,50 Euro 3 Rollen gekauft. Die da hier werde ich für dieses Format jetzt benutzen. Die habe ich schon mal ein ganz klein bisschen nass gemacht. Aber ihr seht, wenn ich da drücke, da tropft gar nichts mehr. Eigentlich bräuchte ich für diese Technik jetzt noch eine Spachtel. Aber es ist ja eine Challenge. Und ich habe für 10 Euro keine Spachtel mehr dazu bekommen. Deshalb werde ich das jetzt alles hier mit dem Pinsel machen. Okay, also die Leinwand ist, wie zu erwarten, extrem labbrig. Eieiei. So, was ich jetzt hier vorhabe ist, das mache ich natürlich sonst ganz gerne mit der Spachtel. Ich möchte die ganze Masse verteilen. Oben brauche ich wenig Masse und hier unten brauche ich viel Masse. Jetzt kommt mein Blau ins Spiel. Davon brauche ich ganz unten am meisten. Und dann nur noch hier und da. Das Ganze nochmal verteilen etwas. Ja, der Kontrast wird nicht stark werden. Normalerweise nehme ich da ziemlich dunkles Blau. So, jetzt kommt die Rolle ins Spiel. So, und ihr seht jetzt schon, was das für einen schönen Effekt gibt mit der Rolle da oben. Hier oben möchte ich das Ganze richtig schön platt machen und nach unten hin möchte ich dann hier diese Wellen. So, wenn ich jetzt hier bei meinem Horizont angekommen bin, da bleibe ich dann eine Weile und ziehe mir den ganzen Horizont ein bisschen nach oben. Seht ihr die Wellen, die da entstehen?
So, jetzt gehe ich nochmal ohne Druck nach unten. Und hier jetzt wirklich gar keinen Druck mehr. Ich habe jetzt da so viel Farbe drauf, dass höchstwahrscheinlich die Rolle sich teilweise gar nicht mehr drehen wird. Ja, ziehe ich mir noch mal ein paar Wellen nach oben. So. Nicht zu viel, ihr wollt ein bisschen Weiß ja auch dazwischen haben. So, jetzt hier noch mal drüber. Und hier unten dreht sich die fast gar nicht mehr, da helfe ich jetzt ein bisschen nach. So. Und ich will Weiß und Blau, dass das schon noch ein Kontrast da ist. So, das ziehe ich jetzt ein bisschen nach oben, aber nicht zu weit, weil ihr wollt ja, dass hier ganz oben diese Struktur fein und klein bleibt, dass das Ganze so aussieht, als würde das nach hinten hin kleiner werden, als wäre das weiter weg. Und hier vorne darf das Ganze ganz breit und farbig werden. Ihr wollt aber nicht die ganze Farbe ineinander vermischen. So, jetzt habe ich noch so viel Farbe übrig, die werde ich auf einem zweiten Blatt, werde ich damit noch ein zweites Meerbild malen. So, jetzt bin ich mit meinem Meer soweit fertig. Ihr seht, das Ganze hat jetzt weniger als 2 Minuten gebraucht. Ich finde das ganz klasse da an der Seite mit dieser schwarzen Leinwand. Das Ganze trockne ich jetzt mit dem Föhn und dann geht es weiter mit dieser Rot. Komplett getrocknet über die Heizung. Wir nehmen das dann ganz schnell. Das ist ein echt schönes Bild geworden. Ja, da werde ich jetzt mit Rot reinmalen. Ihr seht die Leinwandstruktur durch. Da seht ihr wirklich, wie dünn die Farbe war. Auch unsere Struktur ist dahin. Wenn ihr also Strukturbilder haben wollt, fast schon modelliert, dann ist diese billige 1-Euro-Farbe nichts für euch. Aber nichtsdestotrotz finde ich, sind die Farben schön. Und der Effekt ist auch toll. Also ich bin zufrieden. Reiseleuten hatte ich mir jetzt ausgedruckt. Und so kann ich jetzt auch viel besser vorstellen, ob mir das gefällt oder nicht. Hier diese Silhouette. Da passt natürlich der Horizont nicht. Könnte man natürlich trotzdem benutzen. Aber man muss sich natürlich vorstellen, das ist komplett rot. Dann diese Silhouette, die müsste ich viel größer machen. Würde mir an und für sich aber gut gefallen. Und da wäre der Horizont zwar hier, aber ich habe das Gefühl, dass es trotzdem passen würde von der Perspektive. Und das da hier ist halt so das Grafische. Das passt natürlich immer. Bei dem ist das einzige Problem, das ich habe, dass ich meinen schönen Hintergrund dadurch schon sehr viel verdecke. Das heißt, ich schneide es mir halt jetzt aus und schaue, wo passt es am besten von den Überschneidungen her, dass jetzt die Nase zum Beispiel nicht hier ins Schwarze reingeht. Genau, dann würde ich mir das nur ganz leicht vorzeichnen und dann die Vögel vielleicht noch verändern, dass die eher dann hier so in die Richtung nach hinten rauffliegen. Ich glaube, die Pinsel sind tatsächlich ideal. Ich werde mir meine Farbe hier direkt reingeben und dann von hier aus malen. Oh ja, die Farbe ist sehr dünn. Wenn ich die so dünn auftrage, wie sie hier jetzt in der ersten Schicht wäre, dann würde die Wasseroberfläche auch noch durchscheinen. Ja, man kann es schon dicker auftragen. Im Großen und Ganzen funktioniert's, aber klar, mit einem feineren Pinsel und ordentlicher Acrylfarbe würde das Ganze noch einfacher funktionieren. Wobei ich ganz froh bin, dass ich jetzt hier diesen durchscheinenden Effekt mal gesehen habe und ausprobieren konnte. Außerdem, dadurch, dass ich keine feinen Striche ziehen konnte, bin ich jetzt mit der flüssigen Farbe, habe ich mir die quasi rübergezogen. Und so ein bisschen getrickst. Ich möchte jetzt gerne wissen, was passiert, wenn das Ganze trocknet, inwiefern sich das Ganze zusammenzieht. Ja, also es ist jetzt getrocknet und es gefällt mir tatsächlich sehr viel besser, jetzt wo es getrocknet ist. Und ja,
So finde ich das gar nicht schlecht mit dem Effekt. Und ja, denke, dass ich da jetzt an einigen Stellen nochmal deckend drüber gehe. Aber das ist schon ganz nett. Ich habe so natürlich wirklich sehr wenig Farbe verbraucht. Das ist ein Vorteil. Das funktioniert so viel einfacher. Hier einfach drauf drücken, die Farbe nach oben ziehen, sodass du hier schon so ein kleines Wistchen hast. Und mit dem dann hier den ersten Flügel so ziehen. Ganz vorsichtig mit der Spitze aufdrücken. Kriegt man viel schönere, viel realistischere und dynamischere Silhouetten hin. Und dann irgendwann gar nicht mehr auf die Vorlage gucken. Weil die, die man da dann selber kreiert, die werden tatsächlich sehr viel besser. Und ich mag das auch, dass es hier so dick ist. Das zieht sich ja dann eh noch zusammen, wie wir gesehen haben. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte, bitte, bitte lasst einen Daumen hoch da, falls euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat. Das hilft uns Künstlern wirklich ungemein sehr, sehr, sehr. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mich abonniert, in den Comments schreibt, was ihr euch denn gerne wünscht an Videos und mit mir zusammen kreativ bleibt. Ich freue mich, euch nächste Woche wiederzusehen bei meinem Kinderbilder-Special und es wird leider wirklich sehr peinlich für mich, weil ich habe in der Kindheit unheimlich viel gezeichnet und hatte eine sehr blühende Fantasie und ich habe das noch niemals irgendwem gezeigt. Ich habe jetzt die ganzen letzten 2 Wochen damit verbracht, meine alten Zeichnungen, Comics, stapelweise Sachen, die alle zu sortieren und es war mir selber teilweise so peinlich, aber ich werde das durchziehen. Ich möchte euch das zeigen, weil es ist halt einfach so, dass ich am Anfang nicht talentiert war und dass es mir auch egal war und dass ich die Sachen dann teilweise nur hingerotzt habe. Aber es ist unglaublich, wie viel ich gemacht habe, als ich klein war. Und man sieht innerhalb von einem Jahr einen sehr, sehr, sehr schnellen Werdegang und das ist einfach sehr interessant. Danach möchte ich euch gerne zeigen, was ich denn in meiner künstlerischen Laufbahn erreicht habe und wie ich das geschafft habe. Vielleicht weiß der eine oder andere, ich bin außerdem Bildhauerin und habe auch 6 Jahre Grafik und Malerei bei Karin Kneppel in der Akademie der Bildenden Künste in München studiert. Und das war mein Traum, seit ich 13 war. Mein anderer Traum war, dass ich irgendwann Kunstdozentin werde, was ich jetzt bin. Ich bin private Kunstdozentin und wie ich das geschafft habe, wie ich auch an meinem Weg festhalten konnte und nun wirklich alles tue, was ich wirklich liebe. Das möchte ich euch in den nächsten Videos gerne zeigen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich die editierten Videos jetzt in den nächsten bestimmt noch 2-3 Wochen, ganz ehrlich, ich habe gedacht, das Ganze ist vorbei in 3-4 Wochen, dachte ich vor 6 Wochen, ist aber nicht so. Und genau, da ich nicht will, dass man meine Arme aufschnibbelt oder dass das ein Tonnensum rum wird, gebe ich jetzt definitiv nach und versuche, so wenig wie möglich zu editieren. Zeichnen und malen kann ich noch. Okay, dann danke ich euch wie immer für eure Aufmerksamkeit. Es macht mich wirklich, wirklich mega glücklich, dass sich diese Community bildet. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Auf ganz bald, eure Ellen.